Ja, hallo und herzlich willkommen deines Garten. Ja, heute ist es mal bewölkt, es ist angenehm, angenehm frisch. Ah, herrlich. Und jetzt kann ich mal auch wieder mich mehr im Garten betätigen, solange es so frisch ist. Und da zeige ich euch, wie schön es die Tierchen haben. Sind die Jungen. Aber ich möchte mir das Maisfeld anschauen. Ich war zwar diese Woche schon da, aber ich möchte noch mal nach hinten gehen und schauen, was sie so tut. Die Hühner schauen, was passiert da gerade. Ja, was denn, was denn, was denn, meine Kleine? Ja, was denn? Lass die mich da mal durch. Sind alle neugierig. Ein Hahn? Na komm, Mädels, lass mich da mal durch. Wie ich dieses Erpelgeräusch vermisst habe. Ja, die Birnen habe ich da liegen gelassen. Schon aus dem Grund, weil die dann irgendwann einmal vergammeln. Und da kommen Insekten. Und das ist für die Hühner supi. Und schaut euch den Zaun an, den zeige ich euch von der Seite dann. Der ist total verbogen. Der Nachbar hat ihn halt gerichtet, so gut er konnte. Aber eben, so wie es war, ist es nicht mehr. Und wie ihr sehen könnt, wirklich, die letzten paar Tage war es so trocken, so heiß, dass das Gras buchstäblich verbrannt ist von der Hitze. Ein paar Kürbisse. Ja, eines ist schon ziemlich reif. Das werde ich mir dann holen, denn ich habe vorgestern einen kleinen Kürbis genommen. Der ist halt nichts geworden, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir den genommen, habe ihn den Hühnern gegeben und so schnell konnte ich nicht schauen, so schnell war er weg. Aber ich neige dazu, hier den Zaun aufzumachen, dann können die Entchen hierher auch kommen. Na, mal schauen. Den mobilen Zaun da. So was ist immer praktisch. Den kann man stecken und die Tiere gehen nicht weiter. Und wenn man nicht mehr will, dass das abgegrenzt ist, dann nimmt man ihn raus und die Tiere haben mehr Freiheit da. An diesen Kürbis habe ich gedacht, dass ich den ernte und es den Hühnern gebe. Die werden sich sicher darüber freuen. Ob es noch Kürbisse gibt hier in diesem Unkraut, weiß ich nicht. Ich hoffe mal. Hier gibt es auf jeden Fall noch einen. Da werde ich mir auch Saatgut nehmen. Ob ich Kartoffeln habe? Tja, gute Frage. Das ist alles von Unkraut überwuchert worden. Ich könnte aber mal schauen. So, dann eine Ambrosia. Die kommt schon mal weg. Das sollte vielleicht mein Mann mit der Motorsense durch. Dann könnte ich eventuell auch mal Kartoffeln finden. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Kartoffeln sind. Die müssten hier in dem Bereich sein. Ja, Mais. Der lässt auch die Kolben hängen. Wobei, da waren schon Mäuse dran. Ja, die wollen auch essen. Mäuse oder Vögel, keine Ahnung. Zumindest schaut es heuer schlecht aus mit der Ernte. Dieser Baum ist auch gefährlich. Den würde ich auch im Herbst dann weghaben wollen.
Und natürlich verfolgen mich meine Entchen. Neugierig sind sie ja. Die sind ja neugierig. Ja, was macht ihr denn hier? Die Hühner sind auch da. Ja, Lina, Schatzi. Lina, komm her, Schatzi. Ja, komm, die Entchen tun dir doch nichts. Du musst nur einen Abstand zu ihnen lassen. Na, komm her, Schatzile. Ja. Ja, meine Süße. Wir haben vorgestern Hühnersuppe gemacht. Und da hat sie die Haut gekocht, die gekochte vom Huhn. Gestern hatten wir Entenbraten. Da hat sie auch ein bisschen was Entenfleisch gekriegt. Sie hat mit uns köstlich gegessen. Ein Festmahl auch für die Mieze. Jetzt sind sie ja alle beschäftigt. Na, heute ist ja angenehm kühl. Naja, kühl. Es ist schattig. Bewölkt und da gefällt es auch den Entchen. Da schwitzen sie nicht, dann kommen sie nicht so ins Hecheln. So wie die Hunde. Da liegen sie da meistens, wenn die Sonne so stark runterbrennt, mit offenem Schnäbel und hecheln regelrecht. So, den mobilen Zaun habe ich wieder hier gesteckt. Dann gehen die Entchen nicht zu weit nach hinten. Muss ich mir keine Sorgen machen. Und das ist Bobby. Er darf auch bleiben. Unser Cocky. Ein ganz ein Lieber. Und der Baum, das dauert halt, das wegzumachen. Bei der ärgsten Hitze will man ja nicht unbedingt da irgendwas machen. Aber heute würde ich gerne ein paar Zwetschgen einkochen, sprich Zwetschgenkompott machen. Übrigens, Zwetschgenkompott ist sehr, sehr gut mit Palatschinken, Eierkuchen oder mit Milchreis. Zwetschgenkompott ist auch so, wenn man mal, sagen wir mal so, als Frau hat man ja doch öfters mal Verstopfungen und da kann man nicht auf die Toilette gehen. Da ist Zwetschgenkompott super. Da gibt es einen Durchmarschstand, sagen wir mal so. Wie dem auch sei. Zwetschgenkompott, Apfelkompott, das ist immer gut für den Körper. Schmecken tut es ja auch gut. Und natürlich ist frisches Obst auch gut zum Essen. Kann man ja essen, ist kein Problem. Aber wir mögen gerne den Zwetschgenkompott. Den heben wir uns auch im Winter auf. Natürlich machen wir ihn warm, kalt wird er nicht gegessen. Milchreis mit Zwetschgenkompott oder Eierkuchen mit Zwetschgenkompott schmeckt super. Das kochen wir kurz auf und lecker. Vor allem im Winter, wenn es so kalt ist, hat man doch gerne was warmes Obst oder wie auch immer. Also wir haben ja keine kleinen Enten oder was, aber der Hahn, der Cocky, der ist riesig. Das sagt schon mein Mann ab und zu mal mit Respekt, der ist riesig. Der ist riesig, sagt mein Mann, sehr oft. Was hast du denn erwischt? Was hast du da jetzt gejagt, mein Hübscher? Schaut ihn euch an. So ein Hübscher. Und noch dazu so groß. Ein Bilderbuchhahn.
Also ich sag's euch, es passiert eine Katastrophe nach der anderen. Gestern habe ich ein bisschen sauber gemacht, habe den Entchen fürs Wasser gegeben. Mein Mann hat hier gegossen und dann hat er gesagt, Schatz, da maust eine Katze erbärmlich. Sind wir schauen gegangen, tatsächlich hat sich der Kater vom Nachbarn in diesem mobilen Zaun verheddert. Wahrscheinlich hat er einen halben Tag gehängt. Der hat geschrien wie am Spieß. Und natürlich, ja, Katzen haben bei mir ein hohes Ansehen. Den mussten wir befreien. Aber wir mussten den mobilen Zaun durchschneiden. Der hat sich da verheddert, wie auch immer. Und weil der ja nicht so wie meine Katze zahm ist, sondern eher ein bisschen wild, habe ich mir eine Jacke geholt von der Terrasse, habe die Terrasse über den Kater gegeben. Wenn man nicht sieht, dann ist er, macht das weniger Stress. Habe ihn abgedeckt, festgehalten. Mein Mann hat die Schere geholt, wir haben den Zaun durchgeschnitten, konnten ihn befreien. Und der ist dann davon gelaufen, also der hat weder gehumpelt noch sonst was. Aber wie gesagt, auch wenn es nur eine Katze ist, die wird gerettet. Und ob das jetzt meine Katze ist oder eine fremde Katze ist, das ist mir egal. Katzen retten wir, denn die Katzen gehören zum Garten dazu. Die müssen Mäuse jagen, reduzieren auch ein bisschen die Spatzen und das Ganze folgedessen war es meine Pflicht, den Kater zu befreien und zu retten. Habe ich heute aber noch nicht gesehen, aber der ist quietschlebendig davon gelaufen. Er ist nicht gehumpelt oder sonst was. Er war halt nur gestern, ich schätze mal, den ganzen Nachmittag in der prallen Sonne. Und mein Mann hat gesagt, du, da maunst ein Kater, da maunst eine Katze, hilferufend. Und wir haben den Kater vom Nachbar befreit und wir sind beide happy darüber. Ja, so Katzen sind auf dem Dorf wichtig. Es gibt Katzen, die jagen Ratten, es gibt Katzen, die jagen nur Mäuse. Es gibt Katzen, so wie meine, die spielt mit den Vögelchen, wenn sie die Vögelchen erwischt. Aber das ist vielleicht ein Spatz in der Woche oder in zwei Wochen. Sie spielt ja mit ihm, sie frisst den Spatz ja eh nicht. Den kann ich dann hinter ihr entsorgen. Aber wie gesagt, wir kümmern uns um alle Tiere. Gestern hat unsere Gertrud ein bisschen gehumpelt. Da sind ja auch so viele Bienen bei den Futterschalen. Wahrscheinlich ist sie auf eine Biene gestiegen oder auf mehrere. Ist nur herumgelegen. Ich habe sie in die Schale gegeben, damit sie ein bisschen baden kann, sich erfrischen kann, trinken kann. Ich glaube, die war mir auch dankbar. Sie hat sich weder gewehrt noch sonst was. Sie konnte ja dann eh ein bisschen gehen, aber es hat halt wehgetan. Und heute in der Früh kam sie quicklebendig aus der Garage rausgelaufen, hat sich in das Grüne gestürzt, in die morgendliche Kühle, sagen wir mal so. Denn morgens ist ja doch recht frisch und da hat sie sich gefreut, dass sie laufen konnte und es ist ihr gut gegangen, sagen wir mal so. Also ich weiß nicht, ich rette mindestens ein Tierleben in der Woche. Und zwar, ja, ein Igel, der atmet und lebt. Der hat sich im Zaun beim Hühnergehege eingeklemmt. Den habe ich jetzt ganz sachte mit Handschuhe rausgeholt, hierher gebracht. Vorige Woche habe ich eine Katze aus dem mobilen Zaun gerettet. Und vor zwei Wochen habe ich eine junge Schwalbe gerettet vor der Katze, die dann geflogen ist. Ja, Kleines, geht es dir wieder gut? Ja, dir geht's wieder gut. Du kannst dich da verkriechen. Guck, da kannst du dich verstecken. Da kannst du dein Winterquartier einrichten und dich hier verstecken. Und wie gesagt, ich liebe Tiere, Nutztiere. Der Igel ist ein Nutztier. Schwalben sind auch Nutztiere, die fressen Insekten.
sehr viele Insekten. Da kannst du dich nicht verstecken, Schatzele. Hoppala. Das liegt jetzt auf dem Rücken. Ich versuche es mal umzudrehen. Ja, jetzt habe ich es umgedreht. Es kann sich jetzt verstecken. Da hinten gibt es ja viele Versteckmöglichkeiten. Ja, genau da. Und wie gesagt, ich versuche, die Tiere zu retten. Und wenn es mir gelingt, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich mich das stimmt. Und mir die Bestätigung geben, dass man Tiere retten sollte. Natürlich solche Igel, da muss man wirklich mit Handschuhe herangehen, denn die Stacheln sind ja doch spitz. Und ich habe eine ganz fleißige Ente, das ist die hier, die Bertha. Sie legt mittlerweile wieder Eier. Ich bekomme täglich ein Ei von ihr, eine ganz fleißige. Dann diese Henne gibt mir täglich ein Ei und die hier Goldi. Ja, Schatzile. Ja, was denn? Hast du Hunger? Sie ist eine ganz, eine brave. Sie hat Mauser hinter sich. Sie legt jetzt noch, ja, keine Ahnung, noch 4, 5, 6 Wochen noch Eier und dann ist aus mit den Eiern. Bis nächstes Jahr. Ich weiß nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, dass es letztes Jahr Eier hatte im Herbst. Außer von Bunti. Bunti hat auch sehr jung Eier gelegt. Gestern war es stürmisch, deswegen auch so viele Zwetschgen auf dem Boden. Und ich konnte gestern auch 4 Schwalbenjunge retten. Die haben sich alle in der Garage verkrochen. Ich habe gewartet, bis alle drin waren. Dann habe ich noch die Entchen reingeführt und zugesperrt, weil es so windig und so regnerisch war. Und ich versuche ja, meine Tiere zu retten. Nicht nur meine Hühner und Enten und die Katze, sondern auch, wie ihr sehen konntet, einen Igel. Am Wochenende konnte ich eine Katze retten, vor 2 Wochen konnte ich eine junge Schwalbe retten. Also ich versuche, die Tiere zu retten, was geht. Und meine Katze jagt dann nicht zum Fressen, sondern eher zum Spielen. Ein leichter Regen. Gestern hat es auch ein bisschen geregnet, musste ich nicht gießen. Heute regnet es schon wieder, muss ich auch nicht gießen. Ich hoffe, dass es heute etwas länger regnet. Der Mais braucht etwas mehr Wasser als die Paprikas. Und dann zeige ich euch noch was. Schaut mal, was auf der Garagentür steht. Oder Sitz steht. Die jungen Schwalben sind jetzt seit Sonntag wieder da. Die übernachten in der Garage. Von Sonntag auf Montag, von Montag auf Dienstag. Heute ist Dienstag. Die haben jetzt 2 Nächte in der Garage übernachtet. Warum auch immer. Aber es ist herrlich zu sehen, dass sie sich an die Garage erinnern und zurückgekommen sind. Es war ja auch unangenehm, jetzt 2 Nächte. Und tagsüber hat es öfters mal geregnet. Und ja, da bin ich froh, dass sie Zuflucht vor dem Regen und Wind in der Garage suchen und finden. Denen macht es nichts aus. Die baden sowieso. Aber der Regen kommt mir gerade rechtzeitig und sehr gut. Denn da brauche ich nicht gießen heute. Bisschen im Schuss, die werden nicht das. Sie sind hausgeflüchtet, sie hat sich beschwert, dass es regnet. Aber so frisst sie wenigstens wieder mal was. Und ja, frustriert, weil es regnet. Ja, was ist mit sie nass? So, und wieder mal konnte ich ein paar Paprikas ernten. Nicht alle sind sehr groß. Aber das sind auch diese Tomatenpaprikas. Die ist schon ein bisschen angeschlagen. Die auch. Deswegen habe ich die schon geerntet. Die ist schon reif. Also es sind ein paar Spätpaprikas dabei, ein paar Tomatenpaprikas dabei. Eine schwarze Paprika kommt mir entgegen.
Nee, das ist die Mitzi. Auf jeden Fall, die werde ich dann waschen, portionieren. Die kommen in den Tiefkühler. Und im Winter hole ich mir dann, oder wenn ich welche brauche, hole ich mir welche und werde es mir zubereiten. Aber es ist schön, immer wieder sich etwas aus dem Garten zu holen und für den Winter zu lagern. Ganz wichtig für den Winter. Da ist meine Bertha war. Goldie ist wieder mal ausgebüxt. Ich gucke mal nach, ob Bertha wieder ihr Ei gelegt hat. Sie war ja lange genug jetzt in der Scheune. Mal schauen. Ach, jetzt sitzt Goldie im Nest. Ja, was denn, Schätzele? Darf die Mama mal gucken? Darf die Mama mal gucken, was du da gemacht hast? Oder ob du schon ein Ei gelegt hast? Darf ich mal gucken? Lass mich mal gucken, Schätzele. Nee, hast noch kein Ei gelegt. Aber Bertha auch nicht. Hast du jetzt gerade nach mir gehackt, Schätzele? Du hast nach mir gehackt jetzt. Ich hab dich gestört. Na gut, dann lass ich dich in Ruhe. Nee, Bertha hat noch nicht die Ei gelegt. Aber, ich weiß nicht, wie es kann noch werden. Normal legen meine Hühner hier die Eier. Aber jetzt haben sie ein neues Nest entdeckt. Bertha hat schon ihre Eier auch hier versteckt. Nee, hier ist nichts. Keine Eier. Ja, die Enten sind, die suchen sich ihre Nester aus. Die hatten eine Zeit lang auch hier ihre Eier gelegt. Aber da ist nichts, wie ich sehen kann. Bei meinen Tierchen ist es Siesta angesagt. Und schaut euch das mal an. So viele Zwetschgen. Die letzten zwei Tage war es ja so windig. Und bei den einen Birnenbaum, der was hier eh gebrochen ist, ist auf der anderen Seite auch ein Ast gebrochen. Ich wollte ja die ganzen Äste und das ganze Geäst wegmachen, aber bei dem Wind gehe ich nicht unter die Bäume, denn ich bin nicht so neugierig, da was auf den Kopf zu bekommen und schon gar nicht, wenn ich ganz alleine bin. Natürlich würden mir die Nachbarn helfen, mich zum Arzt fahren oder einen Arzt rufen oder wie auch immer, aber das möchte ich nicht, denn ich habe ja meine Tierchen, die ich versorgen muss. Und dass mir was passiert, ist das Letzte. Und ich habe eine Katze, die mir um die Beine schwirrt. Sie möchte sicher auch ein Leckerli. Mal schauen, wie ich was für sie finde. So, der zweite Inkubator ist abgedreht. Von 84 Eier sind nur 35 befruchtet. Und ja, schauen wir, was da rauskommt bei den 35. Also wenn da 15, 20 Küken schlüpfen, dann bin ich zufrieden und glücklich. Ich bin über jedes Küken glücklich, was schlüpft. Aber wie gesagt, zwei Inkubatoren, da war die Chance höher, dass ich mehr Küken kriege. Schauen wir, was dann rauskommt nächste Woche. Ja, ist halt so. So, für die Küken ist alles schon hergerichtet. Nächste Woche sollen sie ja kommen. Da habe ich was Schweres auf das Stroh getan, damit das Stroh ein bisschen eine Form kriegt, wo die Küken liegen können. Das werde ich peu à peu ein bisschen wegbewegen, damit es überall gleich weich oder zertrampelt ist, dass sich die Küken auch bewegen können. Und ja, heute in einer Woche sollte ich schon Küken haben. Das mag zwar nicht viel sein, zwei oder drei sind angeknabbert worden, aber wieder mal eine Portion Paprikas zum Einfrieren für den Winter. Und ich freue mich schon auf meine Paprikas. Gestern Abend, als ich gegossen habe, habe ich gesehen, es gibt sehr viele Paprikas. Und natürlich muss ich die jeden Tag gießen am Abend. Die mache ich meist am Abend gießen. Denn zur ärgsten Hitze mag ich das nicht. Da verbrennen meine Pflanzen nur. Dann haben wir unsere Garage ein bisschen umgestaltet. Die ganzen Fässer hier haben wir hierher verfrachtet. Jetzt ist das ganze Futter mehr oder weniger. Hier haben wir gestern noch zwei Säcke Weizen bekommen. Das ist keine so hohe Qualität wie sonst immer. Deswegen haben wir für zwei Säcke nur 10.000 Forint gezahlt. Aber ansonsten, die Entchen haben jetzt hier viel, viel mehr Platz.
sich auszutoben, sich hinzulegen, wo sie wollen. Ja, die Schwalben sind weg natürlich. Natürlich aus der Garage, aber nicht von hier. Sie sitzen auf der Leitung den ganzen Tag, wenn es zu heiß ist. Die zwei zanken sich. Ja, es ist trocken. Wir hatten heuer, kann man sagen, 3 Wochen lang, nicht durchgehend 35 Grad, aber 3 Wochen lang so zwischen 33 und 35 Grad. Die Bohnen, die ich hier gesetzt habe, die wollen sich noch nicht zeigen. Sind morgen oder übermorgen 3 Wochen her. Mal schauen, wie lange die noch brauchen. Ein paar Andenbeeren habe ich schon genossen. Die waren lecker. Und schauen wir uns mal das Feld an. Die Hühner haben schon 2 Kürbisse gegessen bis jetzt. Natürlich, wenn sie etwas lange nicht haben, dann ist das urschnell weg, weil sie den Kürbis gerne mögen. Aber wochenlang hintereinander möchten sie das auch nicht. Und ich habe gerade den Kater gesehen, den ich vorige Woche gerettet habe. Dem geht's gut. Der humpelt nicht, der hat nichts, der ist jetzt nur einfach davon gelaufen. Und ja, es ist 7 Uhr. Die Sonne geht etwas später auf. Logisch. Ja, dort geht der Kater. Den kann man jetzt zwar nicht sehen, aber dem geht's gut. So, und wo ich meine Kartoffel habe, keine Ahnung. Einen Kürbis sehe ich, mehr aber auch nicht. 2 haben die Hühner schon gegessen. Aber die Kartoffeln, die sollten hier sein, in den Unkraut. Aber das ja im Frühjahr, jedes Mal, wenn ich was machen wollte, hier bei den Kartoffeln, kaum war es ein bisschen trocken, hat es schon wieder geregnet. Ja, dumm gelaufen. Dem Mais geht es aber recht gut. Schauen wir gleich. Fast schon so gut. Der ist angeknabbert worden. Naja, in einem Monat ist ja auch schon die Maisernte dran. Und Zwetschgen liegen sehr viele herum. Tja, was soll man dazu sagen? Dann kam ja die Frage mit dieser Pflichtuntersuchung. Bis jetzt ist noch nicht entschieden. Das gilt aber auch nur für die, die was in Ungarn eine Versicherung, Sozialversicherung zahlen. Und zwar sind es hauptsächlich die Ungarn. Und die, die hier eine Wohnkarte haben und hier in Ungarn eine Versicherung zahlen. Und da hatte man die Möglichkeit, bis Ende Juli das abzulehnen. Also da gab es per Internet eine Internetseite, wo man diese Zwangsuntersuchung oder wie man das nennen möchte, ablehnen konnte. Das ist aber im Parlament noch nicht abgestimmt worden, dass es so geht, dass die Leute gehen müssen. Was wirklich passiert, keine Ahnung. Und ja, ich meine, das bleibt jedem überlassen, ob er die Vorsorgeuntersuchung einmal im Jahr macht oder nicht. Ich habe die jetzt schon seit längerem nicht gemacht. Wie sagt man so schön, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Es ist so, je öfter man zum Arzt geht, desto öfters finden die Ärzte irgendwas. Und dann wird es ja immer mehr und mehr und man wird immer kranker und fix und fertig. Und ja, man geht zum Arzt, wenn man Bauchweh hat und dann kommen da 100.000 Sachen heraus. Und weil einem das auch psychisch belastet, wird es auch schlimmer und schlimmer. Und ich war nur, welchen Arzt habe ich die letzten 5 Jahre besucht? Das war der Zahnarzt. Es war nur der Zahnarzt, mehr war nicht. Ich bin nicht mehr zum Arzt gegangen, weil ich der Meinung bin, warum soll ich zum Arzt gehen und mir irgendwas geben lassen, wenn es mir ja gut geht. Da liegt eine Ente. Mal gucken, was sie hat. Ist sie nur müde, ist sie satt oder hat sie was?
Ja, was hast du, Schatzele? Alles okay, die wollte nur kurz liegen. Ich habe bei den Paprikas heute eine Nacktschnecke gefunden. Und Bertha kam dahergesprintet, sobald ich ihr die Hand entgegengestreckt habe, kam sie mir entgegengelaufen. Das ist diese da. Diese Schönheit, die legt auch wieder Eier. Sie hat ihre Mauser überstanden. Von ihr habe ich diese Woche 6 Eier gehabt. Ja, 6 Eier habe ich von ihr gehabt. Eine ganz, eine brave. Und eine zweite Ente hat gestern auch ein Ei gelegt. Also 2 Enten, die haben die Mauser, also Mauser hinter sich und fangen wieder an, Eier zu legen. Oder die sind dankbar, dass ich ihnen hier mehr Platz gemacht habe. Jetzt haben sie wirklich viel mehr Platz. Ja, und nächste Woche kommen die Küken. Die Mitzi schläft da im Haus seit Dienstag oder so. Bleibt sie nachts im Haus, dann weckt sie mich so gegen 5, sie will raus. Mache ich Fenster auf, sie rennt raus und eine halbe Stunde später kommt sie wieder rein. Ja, sie mag nicht mehr draußen schlafen, ist ihr zu stressig. Hier, Kükentiger ist schon fertig, haben mein Mann und ich gestern aufgebaut, aufgestellt. Da habe ich jetzt eine Tasche mit Mais gegeben, damit das hier ein bisschen, zeige ich euch gleich, damit das wirklich wie ein Nest ausschaut, dass die Küken sich wohler fühlen. Ich zeige es euch von der Seite. Schaut aus richtig wie ein Nest. Und da kommt noch die Glucke drauf. Nächste Woche und ja, die gebe ich wahrscheinlich schon am Freitag her oder am Donnerstag, damit es schön warm wird, wenn die Küken schlüpfen, damit sie schön warm haben. Und ja, ich freue mich schon auf die Küken. Ich hoffe, dass ein paar Küken von den Eiern schlüpfen, die wir uns geholt haben, von Markus. Der hat sich von uns Enteneier geholt. Wir haben uns Hühnereier von ihm geholt. Wir haben so einen Tausch gemacht. Und ja, ich bin da schon gespannt, was für Hühner das sind, wie die ausschauen. Ein bisschen frisches Blut aufs Hof geholt. Und ja, der Nachbar hat auch 20 junge Hühner, wobei eines hat sich zum Schwein verirrt. Ah, der hat es aufgefressen. Also wie gesagt, Hühner sind schlimm, gehen überall hin und dann, ja, dann ist weg. Oder waren es mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Schwein hat sich über Hühnerfleisch gefreut. So, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, gebt den Daumen hoch. Unten abonnieren nicht vergessen. Empfehlt mich weiter. Kostet ja nichts, mir hilft's. Drückt doch die Glocke. Dann verpasst ihr kein Video von mir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Ungarn. Danke fürs Zuschauen. Schönes Wetter haben wir wieder. Aber es ist auch windig. Der Herbst meldet sich schon an. Bis dann. Tschüss.